Ja, heute Morgen sind wir hier bei Isuzu. Draußen stehen Autos. Unseres steht hinterm Haus, weil es nach Osten ausgerichtet sein musste. Und hier ist schon alles vorbereitet. Blumenschmuck fürs Auto, Räucherstäbchen, Duft, Wasser. Natürlich auf einem goldenen Teller. Bin mal gespannt, was da heute noch alles passiert. Schwiegermutter ist gekommen mit den Nachbarn. Die haben sie gefahren. So, die Räucherstäbchen sollen angezündet werden, aber es geht zu viel Wind. Die Kerze ist auch immer aus. Ja, jetzt wird zuerst hier am Geisterhäuschen von Isuzu gebetet. Ja, dir. Mit der Verkäuferin gehen wir nächste Woche noch essen. Die ist so lieb und nett. Freut sich natürlich, dass sie gut Geld verdient haben. Aber wie gesagt, wir haben sie ja vor einem Jahr schon kennengelernt drüben im Supermarkt. Da hat sie promotet. Im Lotus, genau den Autotyp. Ja, das Auto war nicht richtig geparkt in der richtigen Himmelsrichtung. Das ist jetzt korrigiert worden. Oh mein Gott. Und Pori war das total nervös. Bananenblätter werden unter die Reifen gelegt. So, Gott. Bananenblätter und Limetten, fragt mich nicht, noch andere Blätter. Schwiegermutter hat da alles Mögliche mitgebracht. Ja, der Wind hat sich kurz mal gelegt, das heißt, die Sachen bleiben mal liegen. Aber auch die anderen Kunden, die ein Auto abgeholt haben, haben das Gleiche gemacht. Also das muss irgendwie, naja, ich weiß es nicht. Ja, der Mönch hat ihm ja gestern aufgeschrieben. Hoffen wir, dass wir endlich fahren können. So, jetzt haben wir drei Runden gedreht hier auf dem Platz. Jetzt müssen die Blumen noch hingestellt werden und fliegen dann um. Die Schleife ist auch dran. Ja, habe ich mir gedacht. Er wollte sich den Sitz einstellen, aber das geht wohl nicht.
So wäre die irgendwann auch. มาทางนี้คุณชายมีดูที่ทางไหนอยู่ดูสิชื่นเอาสิGold drauf. Jetzt bekommt der Motor seinen Segen. Auch fertig. Ja, so dreimal hupen musste ich, der Motor muss laufen. Ja, ich komme doch.